Das ist jetzt ziemlich weit angewachsen. Dadurch, dass wir die Waldhüter und die Katzen jetzt getötet haben. Und die beiden Bud Spencer Pilze. So. Hier ist eine Leiter runter. Die nehmen wir. Weil da liegt noch ein Item. Und wenn man gut hinhört, hört man das Rauschen des Wasserfalls. Da hinten. Also ja, wir könnten hier kurz rumgehen. Ganz vorsichtig. Und kurz auf diese Brücke, Holzkonstruktion hier gucken. Beziehungsweise diese Holzbrücke. Wenn wir hier runter gucken, sehen wir, wir sind direkt über dem Finsterwurzbecken. Also das hier ist die Leiter, die ich vorhin ignoriert habe. Sag mal, steht da noch Dusk rum? Cool. Tatsache, die steht noch da rum. Da könnt ihr sie sehen. Dieses komische weiße Fitzelchen an dem Felsen. Naja, hoffentlich ist sie dort sicher. Weil die Golems eigentlich jetzt auch wieder respawned sein müssten. Und die könnten das mit einem Schlag töten. Das ist mir zwar selber noch nie passiert. Aber ich habe davon schon mal gehört, dass die Golems dazu in der Lage sind. Und Dusk töten ist nicht... Wenn Dusk stirbt, ist das auch nicht so toll. Wir wollen ja keine toten NPCs haben. Wenn wir es nicht vermeiden können. So, wir sind wieder auf der anderen Seite des Finsterwurz Gardens. Da, wo wir gegen die Wald... Leute gekämpft haben. Und hier wartet... eine neue Bedrohung auf uns. Nämlich frische Treants. Größer und stärker als die anderen. Aber das dürfte nicht der einzige von der Sorte sein. Genau, da kommt noch einer. So. So. Kommt ruhig her, ich weiß, dass ihr hier seid. Ihr müsstet nämlich mehr als ein gutes Dutzend von denen rumlungern. Genau, da hinten sind noch viele. Aber ich möchte auch nicht so leicht überrascht werden, deswegen bin ich hier etwas vorsichtiger. Genau, da kommen nämlich schon wieder ein paar angerannt. Deswegen ziehe ich mich hier auf die offene Fläche zurück. Da habe ich nämlich den Kampfvorteil. So gesehen. Genau, schlag ruhig gegen mein Schild und ich schlag dich tot. So, wo ist dein Kumpel? Der krebst irgendwo da hinten rum. Der mag irgendwie nicht zum Spielen kommen. So, dafür latscht der andere hier rum. Na komm, wir versuchen sie mal. Okay, es sind drei Stück. Wow, genommen werden will ich nicht. Deswegen ziehe ich mich mal taktisch zurück. Wegrennen ist in dem Fall keine Schande. So, du kannst mich schon mal nicht mehr nom-nom. So. Ey, nicht wegspringen. Auch keine Stamina zu haben, ist nicht so gut. Der hätte mich fast auch genommen. So, erster weg von den beiden. So, zweiter weg, Trank trinken. Und die Kerle plündern.
So, ich war mir aber sicher, dass noch ein Dritter hier im Wald rumspukt. Ach, da bist du. Ja, manche sind noch im Tarnmodus hier unterwegs. Da sollten wir aufpassen. Vor allem... Gut, das war jetzt der große Haufen, die vier Stück, die am gefährlichsten waren eigentlich. Die aber auch etwas bewacht haben. So, schauen wir uns das mal an. Östlicher Helm, östliche Stulpen und so weiter. Östliche Rüstung. Eine typische Rüstung eines östlichen Landes. Diese kunstvoll gefertigte Rüstung bietet Exzellenzen Schutz, insbesondere gegen Hiebangriffe. Aua. Du, stör mich nicht beim Vorlesen. So. Mach dich weg. So, also, wo war ich gerade? Bietet er insbesondere gegen Hiebangriffe. Exzellenten Schutz, insbesondere gegen Hiebangriffe. Eine der größten Gefahren in Schlachten im Osten. Also ja, wenn sie sich gegenseitig mit ihren Katanas tothauen. So, hier haben wir den See. Und am See sind noch mehr Ents versteckt. So, weg mit dir. Die werden wir auch alle ausräuchern, wenn es nicht gerade wieder zwei auf einmal sind. Stirb. Du. Du schleichst ein bisschen. Komm, schlag. Zu. Oh, da ist noch einer. Also ja, ihr merkt, die Ents hier sind ziemlich nervig. Gott, aber sie sterben auch wie immer noch. Sehr leicht. So, waren das jetzt alle? Eigentlich müssten sich noch hier einige versteckt halten. Nö, du bist keiner. Nö, ich glaube, ich habe alle erledigt schon. Okay, damit wäre unser vorläufig erster Rundgang im Wald beendet. So, ich begebe mich jetzt zurück zur Tür. Da hinten ist immer noch Shiva. So, zurück zur Türe. Wo auch immer die... Ah, da drüben. Also ja, Wald leicht verlaufen. Gut. Zurück zur Türe. Hier werde ich nicht rasten, weil es sind nur vier Gegner zwischen uns und dem nächsten Leuchtfeuer. Die werde ich einfach so ausschalten. So, Gegner Nummer 1. Da kommt gleich Nummer 2 aus dem Erde gesprungen. So. Noch ein lila Moosklumpen. Ja, die werden wir jetzt häufiger brauchen als die mit Blume. So, weg mit dir. Machen Abflug. Und dann ist nur noch einer da gleich nach dem Wasserloch hier. Genau der da. So, der Vine One-Hit mit dem einfachen Schlag. So, und nun wieder in den Bezirk der Untoten. An unserem Schmiedefreund André vorbei. Und zu unserem augenblicklich wichtigsten Leuchtfeuer. Aufsteigen. So, wir haben für fast drei Level
Na okay, für zwei Level hat es auf jeden Fall gereicht. Also zwei Punkte in Beweglichkeit sind ein bisschen mehr Schaden. Und als nächstes steigern wir dann mal Wille. So, sehr gut. Weiter geht's. Wir begeben uns jetzt endlich in Zens Festung. Und wie man sehen kann, Siggi ist weg. Also unser Freund Siegmeier aus Katharina. Der dort die ganze Zeit gewartet hat, dass das Tor aufgeht. So, wir kommen in Zens Festung. Und dort werden wir schon gleich herzlich vor den Festungswächtern begrüßt. Und von Fallen. Ja, das ist schon mal gemein, wer den Trick kennt. Sogar wenigstens einen der beiden Eingangswächter ausschalten. So, der zweite ist auch kein Problem. Au. Gehst du her? So, stirb einfach. Hm. 500 Seelen. Und ich habe eine Kleinigkeit vergessen, die wir auch unbedingt noch machen sollten. Nämlich Munition kaufen. Und da wir uns das gerade so schön leisten können, kaufen wir uns auch gute Munition. Also die 10er Pfeile, nicht mehr die 3er. Er hat uns gerade gesagt, mit der magischen Glut, also mit der blauen Glut, kann er nichts anfangen. So, wir geben mal alles für Pfeile aus. Und packen die Pfeile schon mal hier in den ersten Slot, die Holzpfeile in den zweiten Slot. So, schalten auch die Holzpfeile um. So, auf die bleibt auch umgeschalten. Gut. Und jetzt können wir uns nach Zens Festung endlich reinbegeben. Denn in Zens Festung werden wir sehr viel Munition verbrauchen. So, die Falle ist noch inaktiv, weil wir nicht gerastet haben oder gestorben sind. Und dahinter liegt was verborgen. Eine Ritterseele. Sehr, sehr schön. So. Ja, einfach mal alles kaputt machen. Und dann geht es hier in Zens Festung weiter. Erst einmal wollen wir den Magier da oben loswerden. Wie man sehen kann, mit den alten Holzpfeilen klappt das nicht ganz so gut. Wir hätten definitiv unten bei Framp die einen Brocken oder so zerbeißen lassen sollen. Oder am besten gleich zwei Brocken. Damit wir genug... ja, da hat die Sense, die Guillotine, den Pfeil die Flugbahn vom Pfeil verhunzt. Da fliegen die Pfeile teilweise wohin sie wollen. Dank den Guillotinen. So, weg mit dir. Ja, ich bin voll der Sniper. Blöde Guillotinen. So. Genau, mach einen Abflug, du Wurst. Wo ist der zweite? Aber nicht, dass der gleich hier kommt. Weil wenn sie hier runterfallen, dann kommen sie gerne mal von da oben. Und normalerweise steht hier auf der Brücke noch eine Schlange rum, die ich gerne mal da runterschubse. Man sieht es, dem Titanit-Dämon. Aber nö, oder?